Der ukrainische Präsident Selenskyj hat den Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte abberufen. General Saluschny ist von seinem Posten entbunden worden. Zuvor hatte es öffentlich Meinungsverschiedenheiten zwischen General und Präsidenten über das weitere militärische Vorgehen gegeben. Bei seinen Soldaten und in der Bevölkerung galt der General als äußerst beliebt. Selenskyj gab bekannt, der bisherige Kommandeur des ukrainischen Heeres, Oleksandr Syrskyj, werde jetzt der neue Armeechef. Wir haben heute offen darüber gesprochen, was sich in der Armee ändern muss. Dringende Änderungen. Ich habe General Saluschny gebeten, auch in Zukunft weiter Teil des Teams zu bleiben. Aber heute habe ich beschlossen, die Führung der ukrainischen Streitkräfte zu erneuern. Dabei geht es nicht um Nachnamen und erst recht nicht um Politik. Es geht um das System unserer Armee, um das Management in unseren Streitkräften und um die Einbeziehung der Erfahrungen aller Kommandeure dieses Krieges.